Liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Gäste, ich hoffe, ihr seid alle wach. Vor uns liegt die Europawahl am 25. Mai, viele Kommunalwahlen und drei Landtagswahlen, eine im uns umgebenden rot-roten Brandenburg und in den sich gleich anschließenden Bundesländern Thüringen und Sachsen, was ja im weiteren Sinne auch unsere Region ist. Hinter uns liegen 4 Monate des Regierens einer schwarz-roten übergroßen Koalition, deren politische Konturen sich ja jetzt auch abzeichnen. Sei es bei der Europapolitik, sei es bei einem löchrigen Mindestlohn oder bei der einseitigen Belastung der Beschäftigten im Fall steigender Kosten des Gesundheitssystems. Es hat sich im Bund politisch sehr wenig verändert mit der jüngsten Bundestagswahl. Und sicherlich ist über all das hier heute auch zu sprechen. Aber was mich, liebe Genossinnen und Genossen, in den zurückliegenden Wochen am meisten bewegt hat, das war die politische Krise in der Ukraine. Und der Konflikt zwischen Russland und dem Westen um die Annexion der Krim, die das vorläufige Ergebnis dieser Entwicklung ist. Es kann keinen Zweifel geben. Russland hat mit der Annexion der Krim einen gravierenden Völkerrechtsbruch begangen. Und für uns als Linke, als einer Partei, die Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität verpflichtet ist, kann es dafür kein Verständnis und keine Unterstützung geben. Eine Politik des Säbelrasselns, die im Kampf um Einflussgebiete und Interessenssphären auf militärische Mittel setzt, ist für uns inakzeptabel. Soweit, so klar. Mich beunruhigt aber, wie in unserem Land über diese Frage diskutiert wird. Mich beunruhigen die Ressentiments, die bemüht werden. Mich beunruhigt die, sagen wir mal, russophobe Aufladung, die diese öffentliche Debatte in Teilen hat. Und mich beunruhigt, welche Stimmungen damit angeheizt werden. Und die Ignoranz und Überheblichkeit, die dadurch zum Ausdruck gebracht werden. Es kann noch keinen Zweifel geben, dass die EU und die US-amerikanische Außenpolitik in den vergangenen Jahren gegenüber Russland erheblich zur Entstehung der derzeitigen Krise beigetragen haben. Jeder, der einigermaßen klar im Kopf ist, muss das wahrnehmen. Aber was geschieht stattdessen? Da wird Gregor Gysi von den SPD-Netzwerkern ausgeladen, weil er Außenminister Steinmeier für sein Dilettieren in der Krim-Krise nicht genug geschmeichelt hat. Und wahrscheinlich trifft Egon Bahr, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder ja bald ein ähnliches Schicksal. Letzterem wollten die Grünen ja im Europaparlament schon einen Maulkorb verpassen. Und wenn vielleicht durch Gerhard Schröder mehr Gazprom spricht, als die Interessen einer Politik der Selbstbestimmung, der Demokratie und der Solidarität. Es ist schon erschütternd, wie sich eine kleingeistige und reflexhafte Politik gegen wirklich jede Kritik immunisiert und es sich fern jeden Selbstzweifels in einer Rhetorik des Kalten Kriegs gemütlich einrichtet. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble meint, historische Parallelen zwischen der Annexion der Krim und der narzisstischen Expansionspolitik ziehen zu müssen. Schäuble betreibt damit eine ziemlich gefährliche pseudohistorische Faktenverkehrung, was angesichts des Blutzolls der Sowjetunion und der Sowjetarmee in der Anti-Hitler-Koalition nicht nur eine unglaubliche Brüskierung darstellt, sondern letztlich nebenbei die Nazi-Verbrechen noch ein bisschen weniger abscheulich erscheinen lässt. Im Blätterwald und in den Funkmedien haben es differenzierende Positionen offenbar derzeit ziemlich schwer. Schnell wird mit der Etikettierung Putin-Versteher denunziert, wer darauf hinweist, dass die Außenpolitik des Westens eben nicht auf Kooperation und Verständigung gesetzt hat, sondern auf Ideologie und Hegemonialansprüche, auf die Ausweitung der eigenen wirtschaftlichen und militärischen Interessenssphären und sich darin im Übrigen von Russland kaum unterscheidet. Nichts anders als Russland auf der Krim hat ja auch der Westen in der jüngeren Vergangenheit aufs Völkerrecht gepfiffen, wenn es ihm denn opportun erschien. Es ist einfach verheerend, wenn Faustrecht, wenn das Recht des Stärkeren die internationalen Beziehungen beherrscht und in immer größeren Teilen der Welt zu nichts anderem führt als zu sozialer und militärischer Destabilisierung und Eskalation. Die Verlierer einer solchen Politik sind auf beiden Seiten immer die breiten Bevölkerungsschichten, egal auf welcher Seite. Und deshalb gilt für uns, wir stehen weder auf der Seite Putins, noch sind wir Verteidiger der neuen ukrainischen Regierung. Diejenigen, die sich einer vermeintlichen Lösung von Konflikten mit militärischer Logik entgegenstellen, das sind unsere Verbündeten. Und da ist es völlig egal, ob sie in Moskau oder in Washington, in Brüssel oder Kiew oder hier in Berlin leben. Das Spiel auf der nationalistischen Klaviatur im Zusammenhang mit der Krim-Krise ist im Übrigen auch brandgefährlich.
Nicht zufällig stellen derzeit einige Beobachter aktuell Bezüge zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg her, wo Säbelrasseln und Kriegsrhetorik ihre eigene Dynamik entfaltet haben. Diese Rhetorik sich gegenseitig übertönender Propaganda bildete den geistigen Nährboden eines verheerenden Flächenbrands mit uns bekannten Folgen und von Deutschland entzündet. Wir erinnern uns. Und deshalb wissen wir, es führt kein Weg vorbei an einem gegenseitigen System kollektiver Sicherheit unter Einschluss Russlands. Es führt kein Weg vorbei an Verständigung und Kooperation. Und je eher sich diese Einsicht durchsetzt, liebe Genossinnen und Genossen, desto besser. Bevor die außenpolitischen Beziehungen in eine neue Eiszeit münden, die das Klima zwischen den Staaten und Blöcken in Europa und der Welt auf die nächsten Jahre bedrohlich prägen kann. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wissen ja, dass in unserer globalisierten, kleiner gewordenen Welt immer irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Und so ist es auch mit der Ukraine-Krise und mit dem Thema unseres heutigen Landesparteitags Berlin in Europa und der Region. Die Ukraine ist kaum 1300 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt. Die Auswirkungen des Konflikts erschöpfen sich deswegen kaum in den luftigen Höhen diplomatischer oder militärischer Drohgebärden. 20.000 Berlinerinnen und Berliner kommen ursprünglich aus Russland. 9.000 Berlinerinnen und Berliner stammen aus der Ukraine. Und sie schauen teils in Sorge und Furcht, teils in Argwohn und Zorn auf den Schauplatz des Konfliktes. Ich finde, das gilt es ernst zu nehmen. Und gerade hier sind die Ablehnung nationalistischer Stimmungen und das Werben für Dialog und Verständigung eine der wichtigsten Konsequenzen. Berlin und Moskau verbindet eine Städtepartnerschaft. Berlin ist Hauptstadt. Und es ist zwar richtig, dass Stadt- und Landespolitik nicht Außenpolitik ist, aber es hätte mich schon trotzdem gefreut, wenn es wenigstens irgendeine Stimme der Vernunft unseren Stadtoberen gegeben hätte, die erkennen lässt, dass sich Koalition und Senat auch der lokalen Konsequenzen des Ukraine-Konflikts bewusst sind. Ich meine, die haben doch auch sonst zu jedem Thema was zu sagen und machen doch auch sonst wirklich jedes Thema zur Chefsache, sei es irgendwie die Spaßbad-Idee im Tierpark oder irgendeine andere Provinzpetitesse. Da sind diese Local Heroes aus CDU und SPD mit markigen Sprüchen dabei und zu einem Thema, was alle Welt bewegt. Nichts, gar nichts. Liebe Genossinnen und Genossen, da betreiben Wowereit und Co. Zaunkönigpolitik. Und nicht nur hier, sondern eigentlich überall. Das Selbstbild von Berlin als wichtiger Metropole und Hauptstadt kontrastiert drastisch mit dem Horizont der Berliner Stadtpolitik. Berlin ist vom östlichen Rand der EU ins Zentrum gerückt. Verantwortliche Politik in Berlin hieße, die historischen, politischen und sozialen Gegebenheiten unserer Stadt im Zusammenhang mit dem europäisch-russischen Verhältnis zu betrachten und es dementsprechend zu nutzen. Für Verständigung und Dialog, für Rationalität und Vernunft. Das, und damit sind wir eigentlich schon beim Kernthema unseres Landesparteitags, wäre nicht nur wünschenswert, sondern es wäre auch ein erster Schritt einer Verständigung über die Rolle Berlins, und zwar über Berlin in Europa als einer Stadt des Friedens. Liebe Genossinnen und Genossen, auch auf die Wirtschaft in der Region schlägt der Konflikt unmittelbar durch. Das kann man, wie der Senat, ignorieren oder man versucht damit wenigstens irgendwie politisch umzugehen. Allein im Jahr 2012 lieferte die Berliner Industrie für 770 Millionen Euro Waren und Dienstleistungen nach Russland. Medikamente, Energietechnologien, Maschinen und Fahrzeuge. Das ist deutlich mehr als in den meisten Ballungsräumen. Und damit ist die wirtschaftliche Entwicklung Berlins und der Region mit den Beziehungen zu Russland und den anderen osteuropäischen Staaten deutlich mehr verbunden als jede andere Region in Deutschland. Und wenn in unserem Hauptantrag heute von der Entwicklung einer modernen industriellen Basis Berlins die Rede ist, dann geht es genau darum. Was kann Berlin zum beiderseitigen Vorteil hierzu beitragen? Und auch da führt an Kooperation und Verständigung kein Weg vorbei. Und wer glaubt denn allen Ernstes, dass Putin die Konsequenzen tragen würde, wenn dringend benötigte Medikamente aus Berliner Produktion wegen Wirtschaftssanktionen nicht nach Russland geliefert werden könnten? Und weiter. Schon jetzt wird der Krim-Konflikt und die Angewiesenheit auf russische Erdgaslieferungen zum Anlass genommen, um in Deutschland über eine neue Energiepolitik zu diskutieren. Und da hören wir natürlich wieder, das sei dann alternativlos. Man müsse seine Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen deutlich reduzieren. Und worüber wird dann diskutiert? Über Fracking, über die Entlastung der Industrie. Es wird dann wieder die Überforderung der regenerativen Energiegewinnung beklagt. Und auch das hat dann mit unserem heutigen Thema zu tun. Auch das kannst du nicht diskutieren, ohne
in Richtung Ukraine zu gucken, ohne in Richtung der Ostgrenzen der EU zu gucken. Denn natürlich ist der sozialökologische Umbau, wenn wir ihn denn für ein linkes Projekt halten, und ich persönlich tue das, ganz, ganz entscheidend davon abhängig, welche energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wir haben. Und das fossile zentrale Energieregime der Vergangenheit und Gegenwart, liebe Genossinnen und Genossen, ist nun definitiv weder sozial noch nachhaltig. Es hat keinerlei Zukunft. Berlin und Brandenburg dagegen könnten bis 2030 eine gemeinsame Energieregion bilden. Sie könnten sich selbst mit erneuerbaren Energien versorgen. Aber das würde einen Plan erfordern, eine Idee und gemeinsame Anstrengungen. Man bräuchte Investitionen in Speichertechnik. Das Berliner Inselstromnetz müsste mit dem Brandenburgs verbunden werden. Und auch politisch, man bräuchte einen Ordnungsrahmen für die Energiewirtschaft in der EU und im Bund, der nicht die Stromkonzerne begünstigt, sondern der eben Investitionen in sozial-ökologische, in dezentrale Lösungen möglich macht. Dafür muss man aber dann auch was tun. Und was hören wir von diesem Senat? Wir hören nichts von diesem Senat. Und hier hängen dann Stadt, Regional, Bundes-, Europapolitik tatsächlich ganz eng zusammen. Und deswegen kann das eben auch nur bewirkt werden, wenn der Blick und der politische Veränderungswille über den kleinen Tellerrand der Lokalpolitik hinausreichen. Provinzialität kann sich unsere Stadt nicht erlauben und Provinzialität können wir uns als Linke erst recht nicht erlauben. Liebe Genossinnen und Genossen, das Gleiche gilt übrigens beim nächsten Punkt. Berlin feiert sich regelmäßig, ob seine Attraktivität und seine Anziehungskraft für Menschen, die hierher kommen, um hier zu wohnen, um hier zu arbeiten oder meinethalb auch einfach nur auf Besuch. Ja, Berlin ist eine interessante Stadt und klar, ich freue mich auch drüber. Die Vielfalt in Berlin ist eine unglaubliche Bereicherung und Zuwanderung ist in Berlin ganz gewiss inzwischen ein Normalzustand. Aber es genügt nicht, sich darüber freuen. Damit das für alle Menschen gut funktioniert und nicht nur für die Jetsetter-Schichten, muss sich die Stadt darauf einrichten. Gebraucht wird eine weltoffene Verwaltung, werden Netzwerke der Solidarität und Hilfe. Lasst uns über das reden, was politisch getan werden muss, um dieses Ziel zu erreichen. Damit Berlin eine Stadt für alle ist und nicht nur für diejenigen, die über das nötige Kleingeld verfügen. Denn die Akzeptanz von Zuwanderung ist in unserer Stadt ja durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Wer seinen Wohnsitz im Hilton nimmt oder wer sich ein schickes Apartment in Mitte kauft, der wird von der herrschenden Stadtpolitik herzlich willkommen geheißen. Wer jedoch einen Bretterverschlag in der Ruine der Eisfabrik bezieht oder auf der Kubri-Brache liegt, der gilt doch eher als Problem. Ebenso die Flüchtlinge, die hierher kommen und für ihre Rechte und eine menschliche Behandlung kämpfen. Das wird dann schnell als Zumutung empfunden. Da macht dann auch schon mal ein Kurt Warnsner Stimmung, der sich insgeheim die piefigen Westberliner Verhältnisse zurückwünscht. Der Innensenator versucht sich als Beschützer einer Grünfläche von 500 Quadratmetern im Zentrum unserer Stadt. Ich würde mir ja stärkeres Engagement wünschen, wenn auf dem Rücken von Menschen in Not Ressentiments und Rassismus geschürt werden. Wir haben das in Hellersdorf erlebt, wir haben das am Oranienplatz erlebt. Mensch, wo war denn Herr Henkel, als Pro-Deutschland da demonstriert ist? Wo war denn Herr Henkel, als die NPD in Hellersdorf marschierte? Wir werden uns als Linke überall engagieren, wo Rassisten, Neonazis und Rechtspopulisten Schutzsuchende bedrohen. Und unsere Mitglieder helfen da auch ganz konkret. In vielen Bezirksverbänden gab es Unterstützung. In Pankow haben sich Genossinnen und Genossen darum gekümmert, um Flüchtlingen im Flüchtlingsheim ganz konkrete Hilfe zu leisten. In Mitte wurden Weihnachtsgeschenke gesammelt. Die Junge Linke in Treptow-Köpenick hat Aktionen gemacht im dortigen Flüchtlingsheim. Es geht nicht nur darum, auf Gegendemos zu sein, sondern es geht eben auch darum, im Alltag zu helfen. Und unser Genosse Klaus-Jürgen Dahler hat für uns in den vergangenen Jahren hunderten Migrantinnen und Migranten ganz konkret mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und für sein Engagement in Hellersdorf, für die Flüchtlinge in der Carola-Neher-Straße, wurde ihm jüngst durch diese sogenannte Bürgerinitiative auch gedroht. Und das kennen wir ja auch. Das haben wir in Treptow-Köpenick bei Hans Erxleben erlebt und Klaus-Jürgen Dahler muss das jetzt aushalten und andere Genossinnen und Genossen müssen das auch aushalten. Und deswegen will ich hier nicht nur stellvertretend für die Arbeit und das Engagement von ganz vielen Mitgliedern mal besonders Danke sagen. Lieber Klaus-Jürgen, ausdrücklich, du hast unsere Solidarität und Unterstützung des gesamten Landesverbandes und wir haben Respekt vor dem, was du geleistet hast.
Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir heute über Berlin in Europa und der Region diskutieren, dann eben genau deshalb, weil Stadtpolitik in Berlin nicht ohne den Blick auf das Ganze gemacht werden kann. Wegen dieser Zusammenhänge, weil europäische Bundes-, Regional- und Stadtpolitik eng miteinander verbunden sind. Auch wir tun manchmal so, als seien diese Dinge völlig getrennt voneinander zu betrachten. Aber viele Fragen, die uns beschäftigen, sind nicht mehr rein europapolitische oder stadtpolitische Fragen. Sie haben immer mehrere Dimensionen und das gilt es für uns politisch im Blick zu behalten. Gerade bei der Flüchtlingspolitik ist das ja ganz klassisches Beispiel. Ohne das Dublin-System, ohne Frontex, ohne die aus Deutschland exportierte Drittstaatenregelung sehe vielleicht das Zuwanderungsregime in Berlin auch anders aus. Europäische Politik macht auch Vorgaben für die kommunalen Dienstleistungen. Das prägt dann unsere Daseinsvorsorge ganz praktisch. Europäische Förderpolitik kann stadtpolitische Handlungsspielräume und regionale Strukturpolitik erweitern. Hier kommt es dann aber auch auf die Landes- und Kommunalpolitik an. Und so greifen die Dinge letztlich ineinander. Also, worauf kommt es an? Es kommt auf Berliner Stadtpolitik an, aber die ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um diese Herausforderung überhaupt wahrzunehmen. Alle kämpfen mit allen in Senat, Fraktion und Parteien. Also man kann das ja als geschickten PR-Schachzug interpretieren, dass die SPD in dieser Woche gleich an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Tempelhofer Feld war. Erst Saleh, dann Stöß, dann Müller. Aber vielleicht ist es auch einfach symptomatisch für die. Die reden nicht miteinander, denen ist das völlig egal, die kriegen das auch nicht mit. Die machen jeder ihr eigenes Ding. So ist das. Und wenn man sich das überlegt, dass schon diese Berliner Alltagsprobleme für SPD und CDU zu viel sind, ja? Ich meine, da treibt Medon in Sachen BER jede Woche eine neue Sau durchs Dorf. Dann kann man sich die Nachrichten durchblättern. Die Brücken der Stadt verfallen. Industriepolitik wird nicht mehr gemacht, weil die Wirtschaftssenatorin findet das irgendwie nicht wirklich wichtig. Die meint, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Der öffentliche Dienst pfeift auf dem letzten Loch und wird gegen die Wand gefahren. Das Versprechen der Lohnangleichung ist gebrochen mit einer Lockerheit, dass es einem tatsächlich die Zornesröte ins Gesicht treibt. Die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs wird verspielt. Die Schulsenatorin kämpft gegen ihre eigenen Leute bei der Durchsetzung von Inklusionsbemühungen an den Berliner Schulen. Der Gesundheitssenator muss mit Skandalen bei Vivantes und Charité kämpfen. Klaus Wowereit kämpft mit seiner Daseinsberechtigung und schlechten Umfragen. Die SPD kämpft um seine Nachfolge. Der Bausenator erkämpft sich ein Mini-Wohnungsbauprogramm und holt den Hauptstadtplaner der 1990er Jahre zurück, um wenigstens das endlich umsetzen zu können. Der soll dann außerdem noch ein Stadtwerk gründen, das ohne Energiehandel nicht lebensfähig ist, aber genau diesen Energiehandel wegen der Verabredungen der Koalition nicht machen darf. Das ist doch total irre. Der Senator hat dann außerdem noch eine S-Bahn-Ausschreibung an der Brust, bei der die Deutsche Bahn alle Trümpfe in der Hand hat. Es geht nichts vorwärts. Alle wursteln vor sich hin. Und das ist dann wahrscheinlich der berüchtigte Mehltau, der sich da wieder über die Stadt gelegt hat. Insofern ist es aus meiner Perspektive auch ein bisschen gewagt, wenn die SPD in Sachen Tempelhof jetzt überall plakatiert, Gestalten statt Stillstand. Aber die müssen das ja wissen. Liebe Genossinnen und Genossen, wer mit den Altersproblemen der Stadt schon überfordert ist, von dem wird man schwerlich Ideen und Konzepte erwarten können, die über den morgigen Tag hinausreichen. Aber genau das braucht die Stadt, genau das braucht die Region. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir das tun. Es ist schon grotesk. Wir wissen, dass es in unserer Stadt viele soziale Missstände und Probleme gibt, aber durchaus auch positive Entwicklungen in Bezug auf Weltoffenheit, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Man kann nicht über das eine reden, ohne das andere mindestens ebenso wahrzunehmen. Unsere herrschende Stadtpolitik macht das anders. Die feiern sich einerseits für die positiven Entwicklungen und blenden die andere Seite dieser Entwicklung einfach aus. Das gibt es für die nicht. Verdrängung, Armut, Prekarität, Langzeiterwerbslosigkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung, das sind Probleme, die interessieren die nicht. Und wenn sie überhaupt irgendwann mal angesprochen werden, dann, wenn man bei Sozialverbänden oder irgendwelchen Akteuren, bei denen man vor Ort das irgendwie in seine Rede einbauen muss, um ernst genommen zu werden, wenn man das in Sonntagsreden noch mal irgendwie zum Vortrag bringen kann. Beigetragen haben die Regierenden zu den von ihnen gefeierten positiven Aspekten dieser Entwicklung ohnehin sehr wenig. Bewusst geplant, gar gestaltend Einfluss genommen haben sie noch weniger. Es ist mehr oder weniger passiert. Es ist irgendwie über uns gekommen. Berlin reagiert auf Entwicklungen und das mehr schlecht als recht. Aber es antizipiert sie kaum.
Eine Europa- oder Regionalpolitik des Senats gibt es im Grunde nicht. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, war vor ein paar Jahren durchaus noch anders. Da haben wir das Thema auf die Agenda gesetzt, die Kooperation in der Oder-Region, die Zusammenarbeit mit den polnischen angrenzenden Wojewodschaften, auch bis hin nach Warschau, das war ein Thema. Selbst die SPD ist damals zur Klausur nach Tschetschen gefahren. Nun schläft die herrschende Stadtpolitik wieder den Schlaf der Selbstgerechten. Dabei ist das Thema eigentlich noch viel drängender geworden. Spätestens mit der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ein gemeinsamer Arbeits-, Lebens- und Wirtschaftsraum entstanden, den es politisch auszugestalten geht. Doch es tut sich einfach nichts. Nehmen wir einfach mal das Thema Verkehr. Noch immer besteht keine direkte Zugverbindung nach Szczecin. Nach Poznan fährt ein Zug täglich. Nach Warschau sind es wenigstens drei. Nach Wrocław gibt es eine Direktverbindung. Einmal täglich fährt ein Fernbus. Und immerhin kommt man mit Umsteigen noch mal häufiger weg. Kurzum, die Verkehrsanbindung nach Osten ist lausig. Und wir reden hier über Entfernungen, die sind mit Leipzig, mit Magdeburg vergleichbar. Warschau vielleicht mit Köln. Und das setzt sich in allen anderen Bereichen fort. Bei der Kooperation von Bildung, Wissenschaft und Forschung, im sozialen Bereich, bei Wirtschaft und Tourismus. Berlin ist ins Zentrum der EU gerückt und Berlin wartet ab, was geschieht. Und genauso ist es auch im Verhältnis zu Brandenburg. Auch hier exemplarisch das Thema Verkehr. Gestern konnte man in der Zeitung lesen, dass im Jahr 2013 290.000 Pendlerinnen und Pendler täglich nach Berlin zur Arbeit gefahren sind. Und in die Gegenrichtung war es ebenfalls eine beträchtliche Zahl. Und im Vergleich zum Vorjahr ist diese Zahl beträchtlich angestiegen. Also da tut sich massiv was. Wenn man guckt, wie wird das irgendwie gewürdigt? Naja, die Wirtschaftssenatorin lobt den Wirtschaftsstandort. Und sich natürlich, ist klar. Aber erneut kein Wort zu den Herausforderungen. Der Stau an den Stadtgrenzen, die lausigen Verkehrsverbindungen zwischen Berlin und der Umlandregion. Kein Wort dazu. Aber das könnten nur Berlin und Brandenburg gemeinsam meistern. Das würde aber voraussetzen, dass man dieses Problem überhaupt erstmal als ein solches wahrnimmt und nicht einfach nur um sich selbst kreist, nicht einfach nur sich mit den eigenen kleinen Vorgärtchen beschäftigt und sich für nichts weiter, aber auch gar nichts weiter interessiert. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, was hier alles brach liegt. Über die Energieregion habe ich schon gesprochen. Gemeinsame Förderung guter Arbeit im Dienstleistungssektor. Vernetzung der Verwaltung in Berlin und Brandenburg. Entwicklung weiterer Kooperationsprojekte. Man müsste eigentlich in Infrastrukturen investieren. Das ist ja nicht nur der Verkehr, da geht es dann auch um Wasser, da geht es um Schulen, da geht es um die universitäre Bildungseinrichtung. Also um Investitionen in Infrastruktur, in nachhaltige und wissensbasierte Technologien, in nachhaltige Produktion, in die Gesundheitsregion, in sanften Tourismus und vieles andere mehr. Und nur weil es mit der Fusion nicht geklappt hat, muss den gemeinsamen Belangen doch jetzt nicht mit völligem Desinteresse begegnet werden. Ich behaupte, es geht in dieser Region entweder nur kooperativ oder es geht überhaupt nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben in unserem Antrag ja auch einige Vorschläge zusammengeschrieben und das ist sozusagen ein Beitrag zu dieser Diskussion, ein aktueller Zwischenstand der Debatte, wenn ihr so wollt. Und ich bin im Februar auf dem Workshop, wo wir das alles ja schon mal diskutiert haben, gefragt worden, was denn jetzt das spezifisch Linke an diesen Vorschlägen sei. Ja, ich will es mal so sagen. Nicht alles, was wir in diesem Antrag vorschlagen, ist zu 100% links. Nicht alles überwindet gleich den Kapitalismus. Manches davon ist einfach nur vernünftig. Und leider genügt die gegenwärtige Berliner Politik nicht mal diesem Kriterium. Aber links ist unser Antrag trotzdem. Weil wir uns die Frage stellen, was den Leuten in der Region nützt. Und nicht, was den Märkten und dem Kapital nützt. Uns interessiert nicht, was Berlin in rücksichtsloser Standortkonkurrenz einen kurzfristigen Vorteil verschafft, egal welcher Schaden damit andernorts angerichtet wird. Und wenn es darum geht, noch mehr linke Politik hinzubekommen, naja, da bin ich natürlich sofort ganz begeistert. Wir wollen weitere entwickeln, gemeinsam mit allen, die das interessiert. Also offenbar nicht mit unserer Konkurrenz in der Stadtpolitik. Schade. Wir wollen mit allen darüber reden, die eine Alternative, eine solidarische und nachhaltige Entwicklungslogik in unserer Region befördern wollen. Und mit allen, die die Möglichkeiten sehen, die dadurch entstehen können. In der Gestaltung von Zuwanderung als Normalität, statt ihrer Beschreibung als Bedrohung. Bei der Entwicklung kooperativer Beziehungen zu den Nachbarn zum beiderseitigen Vorteil, statt als Standortkonkurrenz. Bei der Bewältigung der Energiewende,
statt auf fossile Konzernstrukturen, Atomkraft oder Fracking zu setzen. Bei der Förderung nachhaltiger Produktion, bei der Unterstützung klein- und mittelständischer Unternehmen, auch von solidarischer Ökonomie und als Teil des sozial-ökologischen Umbaus. Statt, wie Frau Uetzer offenbar, auf verlängerte Werkbänke zu setzen und zu hoffen, dass das flüchtige Kapital von Finanzinvestoren auch mal in unserer Stadt vorbeikommt. Die Entwicklung von Wissen, von Kultur, von sozialen Diensten und öffentlichen Infrastrukturen für alle als Grundlage für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und für ein menschenwürdiges Dasein. Und wir sollten uns auch nicht scheuen, Fragen zu stellen, wo uns vielleicht noch nicht sofort eine Antwort einfällt. Ich persönlich halte das ja ohnehin eher für eine Stärke. Und liebe Genossinnen und Genossen, da bin ich dann auch ein bisschen stolz darauf, dass wir zumindest es schaffen, unsere Konzepte und Ideen für die Region gemeinsam mit unserem Landesverband in Brandenburg zu entwickeln. Wenn es schon die Stadtpolitik nicht hinkommt, dann sollten wir es wenigstens zeigen, dass das geht. Auch das ist gewiss noch ausbaufähig, aber meine These, wenn ich mich so umgucke, ist, wir sind da eigentlich so ziemlich die Einzigen, die politisch, als politische Parteien in beiden Bundesländern so kooperieren. Also, wie Wovereit mit seinen Brandenburger SPD-Kolleginnen und Kollegen umgeht, nehmen wir nur das Thema Nachtruhe am BER, sagt alles. Es interessiert ihn einfach nicht, dass es im Nachbarland den klaren Wunsch nach Nachbesserung gibt. Und da lässt er dann auch mal seinen Amtskollegen Woidke im Regen stehen, sind ja nur die Brandenburger. Dass es auch in Berlin über 160.000 Menschen gibt, die einen besseren Lärmschutz in den Nachtstunden wollen. Was soll's? Und die CDU, die ist ja nun ganz besonders putzig. Um die rot-rote Koalition zu ärgern, bringt sie in Brandenburg in den Landtag ein, was sie in Berlin mit erbitterter Orthodoxie bekämpft hat. Eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibedienstete. So muss man erstmal taktieren und so muss man sich dann auch noch verschätzen, denn Brandenburg hat diesen Antrag natürlich angenommen und hat sich überhaupt nicht geärgert und ist damit dem rot-roten Berliner Beispiel gefolgt und jetzt gibt es auch in Brandenburg eine Kennzeichnungspflicht. Wir als Linke sind eben nicht nur, aber auch da ein bisschen anders. Deshalb kommt ja nachher auch Ralf Christoffers hier noch vorbei. Das freut mich. Denn da können wir Ihnen dann auch gleich noch mitgeben, dass wir den Brandenburger Genossinnen und Genossen für die Landtagswahl im Herbst richtig guten Rückenwind geben wollen und dass wir Ihnen den Landesverband Brandenburg auch nach allen Kräften unterstützen werden, damit er da ein gutes Ergebnis einfährt. Und wir müssen Ihnen auch noch was anderes mitgeben. In unserem Antrag nehmen wir uns ja auch vor, ein gemeinsames Entwicklungskonzept für die Region zu entwickeln, dass das 2006er Leitbild ablösen soll. Mir persönlich ist wichtig, dass das nicht irgendein Konzept wird, wo dann viel von Innovation, Entwicklung und Zeugs die Rede ist, sondern dass sich dort möglichst viele linke und progressive Vorschläge drin wiederfinden. Da ist noch ziemlich viel zu tun, aber das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Das kriegen wir, glaube ich, nur zusammen hin. Und ich habe aber den Eindruck, dass wir mit unseren Brandenburger Genossinnen und Genossen dafür auch den richtigen Faden spinnen. Liebe Genossinnen und Genossen, vor uns liegen jetzt die Wahlen zum Europäischen Parlament. Mit unserem Spitzenkandidaten Alex Tsipras und mit der Europäischen Linken bringen wir den Blick auf die zentrale internationale und europäische Dimension in die Stadtpolitik ein. Beispiel Migration und Zuwanderung. Was ich vorhin für Berlin thematisiert habe, findet seine Parallele natürlich auch auf Bundes- und EU-Ebene. Also ob das jetzt CSU und CDU sind, die vor der Zuwanderung in die Sozialsysteme waren und letztlich die Nutzung der Freizügigkeit zu einem Problem erklären, oder ob es Großbritanniens Premier Cameron ist, der die Freizügigkeit gleich insgesamt in Frage stellt. Wir als Linke kämpfen auf allen Ebenen gegen Diskriminierung und Stigmatisierung. Wir wollen stattdessen, dass Zugewanderte vor Ausbeutung und sozialer Ausgrenzung Schutz erfahren in Berlin und der gesamten EU. Und da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass Frau Nahles, die ja noch im Herbst erklärt hat, es gibt gar kein Problem und die Zuwanderung ist auch keine besondere Herausforderung für die Sozialsysteme. Mal abgesehen davon, dass der Zugang zu den Sozialsystemen für Menschen aus anderen EU-Ländern ja immer noch relativ sperrig gestaltet ist. Da hätte ich mir ja dann schon gewünscht, dass sie sich mal hinstellt und sagt, nicht die Zuwanderung und nicht die Inanspruchnahme von Sozialsystemen ist das Problem, die sind ja dafür da. Sondern das Problem sind Leute, die andere hierher holen, um sie dann besser ausbeuten, ihnen ihren Lohn vorenthalten zu können, ihnen nicht die Chance zu geben, am gesellschaftlichen Leben in diesem Land teilzuhaben. Das hätte doch Frau Nahles mal sagen können. Applaus
Wir wollen öffentliche Investitionen, Steuergerechtigkeit und Marktregulierung statt wachsender öffentlicher Armut auf der einen und zunehmendem privaten Reichtum auf der anderen Seite. Soziale Standards und soziale Konvergenz auf hohem Niveau, das ist es, was die Europäische Union braucht. Wir stehen für eine Ausweitung demokratischer Instrumente und für eine Demokratisierung der Institutionen auf allen Ebenen. Die neoliberale Schlagseite der EU-Verträge muss beseitigt werden, und das erfordert eine neue Verfasstheit der EU, deutlich auf Kooperation ausgerichtete Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und vor allem ein stärkeres Gewicht der politischen und sozialen Dimensionen innerhalb der EU. Eine EU als Instrument mitgliedstaatlicher Borniertheit und von Konzerninteressen wird scheitern. Und die sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen wären noch verheerender als die gegenwärtige Krisenpolitik der Troika aus EZB, IWF und Kommission. Und schließlich, und da schließt sich der Kreis meiner Rede, setzen wir uns für eine friedliche EU ein, die die Menschenrechte nicht nur dann für sich entdeckt, wenn es den eigenen Interessen und Hegemonialansprüchen nutzt. Für eine kluge Politik, die auf vorausschauende Konfliktbearbeitung und kluge diplomatische Verständigung setzt, statt auf Eskalation und die Entsendung von Militärverbänden. Und schließlich für eine Politik, die dafür sorgt, dass Waffen gar nicht erst zur Handelsware werden, um an jedem Krisenherd der Welt für militärische Zwecke und Interessendurchsetzung eingesetzt zu werden. All das, was am 25. Mai zur Abstimmung steht, betrifft immer auch Berlin. Denn all das hat hier ganz konkrete Auswirkungen. Wer sich dafür nicht interessiert, muss über Stadtpolitik nicht reden. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir heute Berlin in Europa und der Region zum Thema unseres Landesparteitags gemacht haben und dass wir versuchen, genau diese Zusammenhänge immer miteinander zu denken. Das muss eine Linke ausmachen. Das muss eine Linke gegenüber bürgerlichen Parteien, gegenüber einem Mainstream ausmachen, der nur vor sich hin verwaltet. Lasst uns den heutigen Landesparteitag zur Verständigung und Diskussion für unsere Ideen für Berlin und die Region nutzen. Lasst ihn uns aber auch als Auftakt nehmen für einen kraftvollen Wahlkampf und mit Gabi Zimmer, Thomas Händel und unserer Europaliste und natürlich mit Martina Michels und Martin Schirdewan als unseren Berliner Kandidaten im Europäischen Parlament stark zu werden. Ob in Berlin, Brandenburg oder Europa, diese Gesellschaft hat eine starke Linke verdient. Also zeigen wir, dass wir eine sein können. Vielen Dank.